Erstmal vielen Dank und es ist meine große Ehre, dass Sie heute bei uns sind. Ach Quatsch. Doch, ist so. Machen wir uns nicht wichtig. Ich fange ein bisschen in der Vergangenheit an und dann arbeiten wir uns nach vorne vor. Gut. Herr Gessmeyer, Sie kommen ja eigentlich eher aus der Kultur und haben Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert, aber dann haben Sie in der Politik für Willy Brandt gearbeitet. Gab es in den 60er Jahren eine größere Nähe zwischen Kultur und Politik? Ich glaube, der Abstand war gleich groß zu heute. Ich glaube, es gab sehr viel weniger Kultur oder was immer man darauf versteht. Ich meine, es sind ja zwei Dinge, die zusammentreffen. Das eine ist Action, Politik, und das andere ist Reflection. Und eigentlich sind sie unvereinbar und das macht den Reiz aus. Aha. Aber es war ja schon so, dass auch so Günter Grass zum Beispiel sich für die SPD engagiert hat. Hängt das auch ein bisschen mit so einer Nachkriegsgeneration zusammen, dass man das Potenzial von unbefleckter Intelligenz ja sozusagen gebündelt hat für den moralischen Aufbau des Landes? Ich würde dem total widersprechen. Mhm. Ich glaube, es hat erst einmal keine moralische Instanz gegeben. Ich halte Grass für durch und durch unmoralisch und für einen Schriftsteller, dem drei Bücher gelungen sind. Das ist das Treffen in Telgte, das ist mit Abstrichen Katz und Maus und das ist die Blechtrommel. Und die hat allesamt mein Freund gemacht, Klaus Röhler. Wenn Sie dann aber heute den Politikzirkus betrachten, was hat sich denn geändert zu den 60er Jahren? Ich glaube, wir besitzen heute viel mehr Möglichkeiten, als wir sie je besessen haben. Und die Politik ist intelligenter geworden. Was meinen Sie damit? Ich glaube, dass sie schneller reagiert, dass man durchaus in der Lage ist, einen Nuklearkrieg zu verhindern. Situationen wie Kuba 62 treten nicht mehr auf oder die gefährlichste Situation im Kalten Krieg 1983, als die Russen einen atomaren Angriff der Amerikaner erwarteten, die Abwehrmaßnahmen von den Amerikanern als Angriffsmaßnahmen gedeutet. Dann gab es einen Fehlalarm im sowjetischen Luftraumüberwachungssystem. Da lag der nukleare Weltkrieg eine halbe Stunde entfernt. Nochmal ganz kurz zu den 60ern zurück. Inwieweit haben sich diese 68er-Ereignisse auf die Politik und auf die Gesellschaft ausgewirkt? Ich sehe das ausgesprochen negativ. Aber solche Dinge wie Frauengleichberechtigung und auch, was Sie gerade ansprachen, Abrüstungsbestrebungen, auch die ersten. Frauengleichberechtigung ist eine alte Forderung der Arbeiterbewegung und die Studentenbewegung hatte mit der Arbeiterbewegung nichts zu tun. Und was sehen Sie da negativ an den 68er-Ereignissen? Das war die Startrampe für kleine individuelle Karrieren und der Prototyp dessen ist Joschka Fischer. Fett und dreist sitzt er im Grunewald in einer Riesenagentur mit Frau Albright, ein Knecht der Amerikaner, wie wir ihn selten gehabt haben. Sie haben sich aber trotzdem, also trotz ihrer berechtigten Kritik an Politik und auch an diversen Politikern, für Willy Brandt engagiert damals. Warum Willy Brandt? Was hat ihn unterschieden von anderen Politikern? Ich habe mich nicht für Willy Brandt engagiert, sondern ich habe eine Ausstellung gemacht im Kulturforum der SPD am Lützowplatz und sie konnten die Ausstellung nicht bezahlen. Und daraufhin hat mir Klaus Schütz angeboten, ob ich nicht als Laufbursche für Brandt in Kultursachen arbeiten möchte. Das habe ich mir lange überlegt, weil für mich war Willy Brandt eher in der Mitte stehend, nicht so sehr ein Linker. Und meine Sozialisation ist eine andere. Ich verdanke die meiner Mutter, das ist Katharina Didier. Katharina Didier war das erste Arbeitermädchen, die deutsche Studienschülerin wurde und die im SDS war und 33 von London kam und ins KZ wanderte. Und dieser Mutter Katharina Didier verdanke ich meine politische Einstellung. Das ist nicht mein Verdienst. Aber dann haben Sie sich entschlossen, für Willy Brandt zu arbeiten. Hat sich da Ihre Sichtweise auf die Politik geändert? Ja, sie hat dieses Willy Brandt ist enorm deswegen für mich gewesen. Ich habe diese Bundesrepublik kennengelernt und auch einen Teil Europas, die Strukturen. Ich habe festgestellt, dass so gut wie jeder käuflich war. Ich habe für ihn ja große Kulturereignisse gemacht, Stadtbau und Gesellschaft in Bochum. Naja, Herr Professor Mitscherlich, die Unwirtlichkeit der Städte kam auch erst, als man ihm ein Flugzeug nach Heidelberg schickte. Adorno, biete ihm doch ein Honorar. Das, sagen wir mal, es war alles machbar, weil es gab genügend Geld. Mhm. Wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe, dann können Sie das vielleicht ermessen.
Wir versuchten eine Großkundgebung, wir, das heißt der Stab von Brandt, das war vor allen Dingen, der den Wahlkampf machte, Klaus Schütz. Klaus Schütz hatte den Kennedy-Wahlkampf studiert und sagte, es muss alles so sein, einschließlich der Frauen. Brandt fragte eines Morgens im Salonwagen des Sonderzuges, des Wahlkampfzuges, was wird denn da aus der Großkundgebung in München auf dem Königsplatz, warum wird das nichts? Und dann hatten wir so einen kleinen Pressesprecher, Bruno Naumann, einen proletarischen Atze, wie ich ihn nannte. Und der sagte, ihr Parteifreund Vogel will das nicht. Und das wollte niemand hören, die Wahrheit. Es war aber so, Vogel paktierte als Münchner Oberbürgermeister damals mit der CSU. Für Brandt ein Unding, dass nur ausgerechnet dieser Vogel seine Gedenkveranstaltung heute veranstaltet, ist von einer Geschichtsvergessenheit, die unglaublich ist. Mhm. Ja, jedenfalls war es so, als man hinausging, sagte Klaus Schütz, wenn ich dieses Ohrfeigengesicht sehe, meinte er den kleinen proletarischen Atze, dann glaube ich, wir hätten die Wahl schon verloren. Wir fuhren also nach München mit einem Sonderzug, mit Schreiner Airlines, 90 Plätze, 5 Personen, weil Brandt wollte keine kleinen Flugzeuge mehr. Und so näherten wir uns dann in München statt der Großkundgebung dem Zirkus Krone, in dem sich 800 treue Genossen versammelt hätten. Man hätte jedem wenigstens 1000 Mark in die Hand drücken können. Man merkt, Sie steckten wirklich ganz tief drin, auch persönlich. Darum sei mir die Frage gestattet, heute am 100. Geburtstag von Willy Brandt, wie war Willy Brandt persönlich als Mensch? Er hat es sich nicht leicht gemacht. Aber er ist immer ein Atheist geblieben, das habe ich bewundert. Und vor seinem Tod hat er gesagt, nun gehe ich durch das große Tor zu der großen Armee. Und das zeichnet ihn aus. Und er hat vor allen Dingen eins gemacht. Er hat gewusst, dass er, der nicht aus einer reichen oder gar begüterten Familie kam, nur etwas dazu gewinnen konnte, wenn mehr Gerechtigkeit, das ist ja auch eine Phrase, die dann durch mehr Demokratiewagen geht. Und ich glaube, dazu hat er bis zuletzt gestanden. Also war Brandt für Sie, abgesehen von kleinen menschlichen Dingen wie die Frauen, was Sie ansprachen, schon eine moralische Instanz? Die Frauen, das hat mich nicht so sonderlich interessiert. Das hat ihn interessiert, Klaus Schütz hat es interessiert. Er hätte am liebsten jede Nacht eine andere gehabt, wie Kennedy, aber das war nicht das Problem. Das Problem war, Brandt war kein Linker. Mhm. Sie müssen immerhin wissen, er hat sich gegenüber der Neumannschen Fraktionierung in Berlin durchgesetzt. Und zwar von rechts. Ich meine, unter seiner Zeit kommen Ulbricht an den Galgen. Mit dem Mauerbau. Und der Schwenk erfolgt erst in den 60er Jahren. Herbert Wehner, den ich vielleicht als einzige integere Figur sehe, im Unterschied das, was Egon Bahr über ihn erzählt, was Schwachsinn ist, er hat die Wiedervereinigung verändert. Konnte er gar nicht, er war schon dement. Mhm. Und das andere war, Herbert Wehner war einer der ganz wenigen, die etwas vom Marxismus, Leninismus verstanden. Der hat hier gegen im Liebknechthaus gesessen. Der hat die gesamten Kulturleute geschult. Valentin und andere. Und Peter Weiß hat ihm in der Ästhetik des Widerstands ein großes Denkmal gesetzt. Mhm. Und alles das, was heute über ihn verbreitet wird. Er hat sich nicht einmal von seiner Frau in Moskau verabschieden können. Das war die große Schauspielerin Lotte Löbinger, die Sie vielleicht noch erlebt haben an der Volksbühne, am Gorki-Theater. Mhm. Die hat sich beklagt, dass er sich nicht verabschiedet hat. Und er konnte sich nicht verabschieden. Er wurde zum Einsatz nach Deutschland beordert und ist dann glücklicherweise in Schweden gescheitert, sonst hätten wir ihn nie wiedergesehen. Mhm. Und meine Mutter ist glücklicherweise im Saarland gescheitert, als das Saargebiet noch damals nicht zum Reich gehörte, also noch nicht unter Hitlers Fuchtel, sonst wäre sie in Moskau umgebracht worden. Hm. Sie haben ja unter Brandt und auch später den Ost-West-Konflikt hautnah miterlebt. Wann waren Sie das erste Mal in der DDR? In der DDR 1956 zu einem gesamtdeutschen Schülertreffen in Weimar. Anschließend durfte ich meine Schulsachen in Essen in der Schule packen. Und dann später, waren Sie mit zu Brandts Zeiten in der DDR nochmal, nach der Mauer quasi? Ich war in der ganzen Zeit, ich war seit 1960 mit Konrad Wolf befreundet.
Und als ich zu Brandt kam, war eigentlich klar, wer ich war. 85 hat er mich noch einmal nach Bonn geholt. Da war ich in der Sozialistischen Einheitspartei. Und dann kam der Büroleiter, der gestern die Diskussion geleitet hat, mein Freund Karl-Heinz Klär von Brandt, und sagte, ich habe heute Nacht in Mörderaugen geguckt, du musst das Büro verlassen. Er hatte mit Karutz von der Welt gesprochen und er hatte mir gesagt, bei Ihnen sitzt Geismayr, der ist in der Sozialistischen Einheitspartei. Und da musste ich aus der Baracke in Bonn über die Straße ziehen. Da hatte Peter Glotze ein Kulturforum eingerichtet. Aber Brandt hat die Einladung unterschrieben, das war damals eine große Veranstaltung, ein Programm für den Anfang, 40 Jahre danach, zu 45, mit 4 sozialistischen und 4 kapitalistischen Ländern, jeweils die meisten zerstörten Orte. Und da sprach immer ein Autor über den jeweils anderen Ort, eine Musikgruppe und ein Film. Also trotz Ihrer ziemlich markanten Einstellung, für die Sie oft angefeindet wurden, kam man immer wieder auf Sie zurück, eben aufgrund Ihrer Kompetenz. Und so haben Sie dann 83 auch das Konzert für den Frieden mit Harry Belafonte und Udo Lindenberg im Ostberliner Palast der Republik organisiert. Sie hatten also Einblick in die DDR. Wie war Ihr Eindruck von diesem Staat und wie war in dem konkreten Fall die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg? Für mich war die Zusammenarbeit sehr gut. Ich bin seit der 86, 87 in der Akademie der Künste. Die saß damals noch hier am Pariser Platz, hinten im alten, in den Resten des Adlons, jedenfalls ein Teil. Das war die Abteilung Darstellende Kunst. Ich hatte 1964, also um es ganz genau zu beantworten, ich kannte Erwin Piscator. Erwin Piscator war zurückgekommen aus den USA, hatte keine Intendanz bekommen. Und mein Schwiegervater hat ihm das erste Haus gebaut, die Volksbühne in der Schaberstraße. 63. Da war Piscator dank Brandt zum ersten Mal Intendant geworden, nachdem er aus der Emigration zurückgekommen war, aus den USA, wo ihn McCarthy rausgeschmissen hatte. Und das ist ein großes Verdienst gewesen, dass Brandt ihm diese Intendanz 63 gegeben hat und dann kam der Stellvertreter. Und dort zu, aber Piscator war natürlich in einem schlechten Verhältnis zu Brecht. Klar, Brecht hatte immerhin Schweig im Zweiten Weltkrieg gemacht, Piscators Meisterstück. Und er wohnt in der Binger Straße in Wilmersdorf. Und da kam Ernst Busch in Begleitung eines Menschen von der Akademie der Künste. Das war Ludwig Hoffmann, der Leiter der Sektion Darstellende Kunst. Und so begann meine Karriere bei der Akademie hier. Ich kannte schon Konrad Wolf seit 60, weil ich bei Goya assistieren wollte. Und 66, als Piscator dann starb, habe ich die große Piscator-Ausstellung gemacht. Zuerst in der Volksbühne in West-Berlin. Die wurde schlicht und einfach von Herrn Stein geschlossen und nicht eröffnet. Das hieß Politik auf dem Theater. Und dann hat sie die Akademie der Künste hier gemacht. Und seither bin ich beständig hier ein- und ausgegangen und kannte sehr viele Leute. Haben Sie eine Stasi-Akte gehabt? Ja, eine Opferakte. Ja, ja. Klar. Habe ich jetzt vorausgesetzt. Haben Sie die gelesen? Partiell. Sie waren nicht ganz zusammen. Mir hat der Sekretär des Jugendverbandes, Philipp Dück, ein paar Papiere rausgeholt. Ich fand es sehr witzig. Heiner Caro, ein Freund von mir. Mit Heiner Caro saß ich in Havanna im Hotel National am Swimmingpool. Und ich sagte zu ihm, Heiner, das ist doch sehr witzig, ja? Dass hier Kuba der engste Verbündete der Sowjetunion ist. Das ist doch genauso, als wenn Lesotho Süd der engste Verbündete der DDR wäre. Heiner ist voller Wut aufgesprungen, ja. Und ich saß dann dort allein. Ich habe ihn auch in meiner Akte wiedergefunden. Ich meine, Sie haben ja so viele Leute gekannt. Also ja, ist ja quasi Rainer Simon zum Beispiel, ja. Ja, der nun unbedingt Brandauer für einen DDR-Film engagieren wollte. Als er damals die Besteigung des Chimborazo machte über Humboldt. Und das wusste ich aber damals gar nicht, dass Rainer Simon mit der Tochter von Christa Wolf verheiratet war. Das habe ich erst jetzt festgestellt. Inzwischen ist die mit Jan Faktor verheiratet und diese Jana Simon ist seine Tochter. Wenn Sie hier ein- und ausgingen in der DDR sozusagen, waren Sie überrascht von der Wiedervereinigung? Nein, überhaupt nicht. Für mich war das Ende der DDR programmiert mit dem Auftritt von Lindenberg. Nicht durch Lindenberg, sondern dass ein Staatsratsvorsitzender sich die Entscheidung über den Auftritt eines Popsängers vorbehält. Das fand ich lächerlich.
Sie waren über die Jahre auch oft in Russland gewesen. Wie sehen Sie Russland als Nachbar Europas und als politisches und kulturelles auch Schwergewicht? Nun gut, es gab ein großes Kapitel Macht und Freundschaft, das wissen wir alle, zwischen Preußen und Russland. Und von dem sind wir weiter denn je entfernt. An die Stelle, sagen wir mal, der kommunistischen Partei ist die Mafia gerückt, ja, sind die Oligarchen gerückt. Das Feindbild ist geblieben. Das Feindbild, man müsste jetzt sehr lange reden über ein Buch, was Christopher Clark gerade veröffentlicht hat, Die Schlafwandler, wie man in den Ersten Weltkrieg gestolpert ist. Mhm. Nicht, denn bis dahin gab es ein intaktes Verhältnis zwischen Russland und Preußen und damit eigentlich auch dem Deutschen Reich. Aber zwischenzeitlich zu Sowjetzeiten war Ihre Einstellung zur Sowjetunion schon etwas positiver gewesen. Sie haben Gorbatschow bereits 75 kennengelernt, ja, richtig? Wie kam es dazu? Durch Valentin Falin. Gorbatschow kam mit einer kleinen Delegation und reiste mit der DKP durchs Land, halt Jahrestag 45. Mhm. Waren Sie dann quasi, also auch angesichts dessen, dass Sie Gorbatschow kannten, waren Sie mehr euphorisiert oder enttäuscht, als die Sowjetunion zusammenbrach? Da hatte ich längst mit diesem Kapitel Gorbatschow abgeschlossen. Wissen Sie, die schrecklichsten Dinge passieren durch Untätigkeit. Er hat nichts getan in der Justiz, nichts in der Ökonomie und so weiter. Mhm. Aber ich muss einen Unterschied machen zu Brandt. Mit Brandt habe ich nie ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ja? Ich glaube, Brandt hatte überhaupt keinen Freund. Wenn Egon das behauptet, gut. Ich nehme an, Egon war eher ein Instrument, vielleicht auch beides. Mhm. Wenn er einen Freund gehabt hat, dann war es Klaus Schütz, der ihn praktisch hier in Berlin gegen Neumanns Keulenriege durchgeboxt hat. Und insofern habe ich zu Gorbatschow ein ambivalentes Verhältnis. Ich finde ihn als Person integer. Mhm. Also wir haben ein sehr gutes persönliches Verhältnis, obwohl ja die Stellung im Bett nicht unabhängig ist von der Stellung im Bett. Ja, ich meine nicht, dass es ein Verhältnis zu Gorbatschow im Bett gibt. Ich meine nur, man sollte eigentlich nicht sagen, das ist die Person und das ist seine Politik. Es hat schon miteinander zu tun. Aber er ist ein Mensch, wir das letzte Mal uns trafen, ich war sehr krank, er ist sehr krank. Dann sagt er zu mir, du wirst immer dünner, ich werde immer dicker. Und das hat mich gefreut, weil er hat die Realität wahrgenommen. Und er weiß genau, was vorgegangen ist. Waren Sie in den letzten 10, 15 Jahren auch wieder in Russland? Und haben jederzeit. Jederzeit. Und ja. Sie verfolgen die Entwicklungen aktiv? Ja, ich meine, Gorbatschow hat mir gerade einen Brief geschrieben, als Otto Sander starb. Ja? Also der Witwe der Monika Hansen auf meine Bitte. Und ein sehr guter Brief. Ich habe nämlich Gorbatschow mit Otto Sander zusammen vor Wim Wenders Kamera in weiter Ferne so nahe gesetzt. Ja? Das war damals in München. Und das hat Gorbatschow sehr beeindruckt. Das hat aber auch natürlich Jewtschutschenko sehr beeindruckt, dass vor einem Filmemacherkamera der erste Mann der Sowjetunion sitzt. Ja? Das war in 4 Jahren in München. Und vielleicht gebe ich mal einen Dialog, wie er sich zwischen uns abgespielt hat, wieder. Den ich mir deswegen eingeprägt habe, weil ich ihn schon ein paar Mal erzählt habe. Nein, zweimal. Ich habe Gorbatschow mit nach Bayreuth genommen zu meinem Freund Heiner Müller, Tristan und Isolde. Das war 1993. Und wir kamen also an. Ich habe mich wahnsinnig mit dem bayerischen Protokoll rumgeschlagen, bis wir endlich so ein adäquates Hotel gefunden haben. Flaums Posthotel in der Nähe von Bayreuth. Eine Kitschbude sondergleichen. Und wir kamen abends an und mitten im Restaurant saß Rudolf Augstein. Der flog dort immer mit dem Helikopter hin und war schwer angesoffen. Gorbatschow ging hin, hielt ihm die Hände vor die Augen. Wer ist da, sagte Augstein. Und dann sagte Gorbatschow, ich bin's, Rudolf. So, und dann aber war eigentlich eine Kommunikation nicht möglich. Wir trafen uns am nächsten in der Bibliothek. Und Gorbatschow sagte, Geismayer, dieser orthodoxe Kommunist, will mich daran hindern, morgen eine Ehrenveranstaltung für Strauß zu besuchen. Und dann sagte Augstein, ich kenne einen noch viel orthodoxeren Kommunisten, Falin. Der kam in mein Haus und sagte, Rudolf, das Bild, nein, der noch einen viel orthodoxeren Kommunisten, so ging's. Und dann sagte Gorbatschow, obwohl die beiden restlos zerstritten waren, Konflikte im Kreml,
dokumentiert das, sagte, aber er war der Einzige, der Brezhnev zu widersprechen wagte. Und daraufhin kam Augstein und sagte, ja, auch als er in Hamburg in meine Wohnung kam und sich meine Kunstsammlung ansah, sagte er, Rudolf, das Bild dort hängt in der falschen Reihe. Und dann sagte Augstein, der es mit den Zähnen hatte, ja, sagte er, Stalin hatte es auch mit den Zähnen. Jeschow, der Geheimdienstchef, wollte Stalin motivieren, zum Zahnarzt zu gehen und schickte eine Ordonnanz mit. Und die Ordonnanz hatte den Auftrag, jeden Morgen beim Frühstück sein blendend weißes Gebiss zu zeigen. Ergebnis, Ordonnanz tot, Jeschow tot. Daraufhin sagte Augstein, er misstraute allen. Stalin. Und, ja, Stalin misstraute allen. Und daraufhin sagte Gorbatschow, ja, vor allen Dingen sich selbst. Er hatte keinen einzigen Spiegel in seiner Datsche. Oha. Herr Geisel, bin übrigens geboren. Ich habe am 21. Dezember 1937 Geburtstag. Das war Stalins glücklichster Geburtstag. Er hatte gerade alle umgebracht. Oh Gott. Und Heinrich Böll. Und Heinrich Böll traf ich, als ich bei Brandt war, in 85 in Bonn. Und sagte Heinrich, wir müssen mal unseren Geburtstag zusammen feiern. Ja, sagte er, mit Stalin. 4 Wochen später war Böll tot. Oh mein Gott. Herr Geismayer, ich weiß nicht, ob Sie das Buch von diesem 100-Jährigen, der aus dem Fenster kletterte, gelesen haben, was gerade recht populär ist. Der hatte in seinem Leben so ziemlich alle großen Staatsmänner von Mao Zedong bis Stalin getroffen. Sie erscheinen mir manchmal auch wie so eine graue Eminenz. Das hat Osang schon beschrieben. Alexander hat das sehr gut in der Berliner Zeitung beschrieben. Forrest Gump hat er mich genannt. So scheint mir das auch. Wie machen Sie das, so viele Connections zu haben, ohne offensichtlich selbst in die Politik zu drängen? Was ist das Geheimnis? Ganz einfach, ich mache Projekte. Und bei diesen Projekten wird das getan, was notwendig ist. Ich habe eine große ÜKA-Ausstellung in Moskau gemacht, auf 4000 Quadratmeter, die erste Ausstellung seit den 20er Jahren mit abstrakter Kunst. Und dazu brauchen Sie ein Museum. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass ich im Ausland einen Freiraum hatte. In Moskau war das Kremski Wall, 4000 Quadratmeter, ein riesen Vortragssaal und ich konnte schalten und walten. Das war wie ein exterritoriales Gebiet. Und dann kam Helmut Kohl zu Staatsbesuch und ich führte ihn durch diese Günter-Oecker-Ausstellung. Und er fragte mich, wie viele Besucher sind es denn? Sag ich 200.000. Er sagt, es wären 250.000. Das habe ich natürlich gern angenommen. Und dann standen wir vor 2 Nagelbildern von Uecker und da sagte er, die kenne ich. Da dachte ich, na, der spinnt doch. Das waren Leihgaben aus dem Metropolitan Museum. Und dann sagte er, je älter man wird, desto besser wird das Gedächtnis. Und da habe ich zuerst gedacht, na, der muss doch wirklich nicht ganz dicht sein. Es stimmt, je älter man wird, desto besser wird das Langzeitgedächtnis. Mhm. So, und dann gingen wir noch vorbei an einem Terrororchester und so weiter. Sein Kommentar zum Schluss, das hat mir Nowotny, der Intendant des WDR, später erzählt, war, dass mich in Moskau nochmal ein deutscher Kommunist durch eine abstrakte Kunstausstellung führen würde. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Und Hannelore Kohl zeigte mir immer 2 lange Ückernägel, die ich ihr damals geschenkt hatte. Herr Geismayer, vielen Dank, dass wir an Ihrem Langzeitgedächtnis teilhaben durften. Vielen Dank für diesen Besuch und okay. Alles Gute an Ihrem Geburtstag am Wochenende. Ja. Okay.